Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute meine Favoriten, weil ich persönlich so Videos super, super cool finde. Ich schaue mir die super gerne an und dachte, es wird mal wieder Zeit, dass ich euch meine Favoriten zeige. Ich starte direkt mit meinen Song-Favoriten, also etwas nicht Materialistisches. Und zwar habe ich euch meine Playlist zusammengestellt bei Spotify, weil das die ihr wisst, die ich benutze für Musik, mit all meinen Favoriten von Songs so. Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls euch das irgendwie interessiert. Und genau, also das ist mein erster Favorit. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Technik. Ein Technik-Favorit, den ich aktuell habe, ist die Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Und zwar ist es die Canon PowerShot V10, glaube ich. Das ist ein ganz süßes, kleines Ding. Und ich finde es unfassbar cool. Es hat so ein Weitwinkelobjektiv. Auf jeden Fall ist das mein erster Technikfavorit und zwar halt diese Kamera, weil ich die unglaublich cool finde. Die ist super klein, die ist super easy zu handhaben. Also die Handhabung ist super easy und insgesamt macht es einfach Spaß, mit der so Sachen aufzunehmen. Zudem, was richtig cool ist, hat die so einen kleinen Standfuß. Also ihr könnt die überall aufstellen. Jetzt gerade steht die auch da drauf. Das ist noch ein Plus. By the way, ist das hier alles keine bezahlte Werbung. Ich kriege hierfür kein Geld. Machen wir direkt weiter. Und mein zweiter Favorit ist nach wie vor meine Contax T2. Das ist eine analoge Kamera. Und das ist meine teuerste analoge Kamera, aber auch meine hochwertigste, würde ich sagen. So sieht das gute Stück aus. Und der Sound, Leute. Ich bin verliebt. Die macht unglaublich tolle Fotos. Bin super, super happy mit der. Ich habe die über eBay bekommen. Relativ, also für die Kamera relativ preisgünstig. Ich glaube, die Background Story zu der Kamera war, dass Kendall Jenner die bei Jimmy Fallon gezeigt hat. You brought your camera? Yes, I did. This is the one you use now? My this little is contact. And I'm gonna need retouching on this one. Dann ist halt der Preis in die Decke gestiegen und ja, super schwer, die auch zu bekommen und so, aber die ist nach wie vor ein Favorit, steht aber auch als Vertreter für alle meine analogen Kameras. Nach wie vor ist es für mich so ein tolles Hobby und ich mag einfach, wie das aus der Kamera rauskommt und wie das halt einfach so vom Vibe her ist. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Favorit von mir. Ein anderer Favorit, der dazu passt, also zu meiner Kamera, sind meine Filme. Und ich benutze immer, also fast immer dieselben Filme. Wenn ihr meine Fotos seht, sind zu 85% alle Fotos davon mit Kodak Gold geschossen. Und zwar Kodak Gold 200. Sind einfach toll. Die sind für Einsteiger toll. Ihr könnt damit eigentlich so gut wie bei jedem Licht shooten. Und es kommt eigentlich immer was Gutes dabei raus. So. Ich nehme die Kamera mit. Und dann will ich halt eigentlich mit der Kamera so gut wie bei jedem Licht halt Bilder machen können. Und mich darauf verlassen können, dass halt auch die Bilder gut werden. Deswegen, großer Favorit von mir, ist aber jetzt auch kein neues Ding. Aber toll. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit Fashion, weil das bei mir gerade ein kleines Segment ist, weil ich jetzt gerade nicht so ultra neue Sachen oder neue Pieces habe, die mich jetzt so krass vom Hocker hauen. Boah, warte. Ihr denkt euch jetzt gerade so, Girl, das ist ein bisschen TMI. Ist es maybe auch, aber ich habe mich früher in BHs reingezwängt. Das wollt ihr gar nicht wissen. Ich habe mich früher in BHs reingezwängt, die so unfassbar unbequem waren. Und Leute, BHs von Skims. Ich habe mittlerweile einige, sind einfach toll. Die haben eine so schöne Qualität und ich weiß, dass die teuer sind, so ich weiß es. Und ich würde es euch nicht empfehlen, wenn es nicht wirklich den Preis wert wäre. So. Aber ich habe wirklich, also ich habe hier einmal die Variante. So, der Stoff ist so bequem. Wirklich, also wirklich, wirklich bequem. Ich habe jetzt zwei Bügel-BHs von denen. Hier, das ist mein anderer, der ist echt ein bisschen totgetragen. Ich liebe den. Das ist mein Lieblings-BH eigentlich. Zudem, weil er hier auch noch sehr so soft ist. Also sprich, ihr könnt den auch super gut unter Tops und so tragen und man sieht ihn nicht durch. Der macht eine schöne Form. Das ist mein Favorite-BH. Aber so sieht er aus. Wunderschöner BH. Die sind halt leider nicht so schön. Also optisch sind die ein bisschen wie so ein Still-BH. Oder wie ich mir den vorstelle zumindest. So sehen die aus. Das sind so, die sehen ein bisschen flottrig aus, ne? Also, aber die sind komplett seamless. Also wirklich hier, da ist überall keine Naht. Ihr habt einfach komplett nur so einen Stoff. Und Leute, unter jedem meiner engen Shirts, jetzt hier runter nicht, weil das ist nicht so eng,
aber unter jedem meiner engen Shirts trage ich einen von diesen BHs. Ihr seht, also das ist jetzt wirklich jetzt hier kein Augenschmaus, ne? Also wirklich nicht. Ich schwör's euch, die sind ganz, ganz toll und ja, sind ihr Geld wert für mich, okay Leute? Die Sachen sind für mich das Geld wert, die ich euch zeige. Wir machen weiter, wir sind ja noch im Bereich Fashion und da trage ich auch gerade mein nächstes Favorite Piece oder Pieces. Ich habe das nämlich auch noch in Weiß und zwar ist es dieses Shirt hier. Ich versuche jetzt mal einmal euch das zu zeigen. Wie ihr seht, es ist ein Basic Shirt. Es ist ein Basic Shirt. Ich habe dieses Shirt von Uniqlo. Und wie gesagt, ich habe es auch noch in Weiß. Und es ist einfach toll. Meistens ist mir entweder ein Shirt zu kurz oder es ist mir zu lang. Und dann, weißt du, dann ist es hier so ein Gedöns an der Hose oder so. Irgendwas ist immer mit den Shirts. Aber das ist perfekt. Das ist nicht zu eng. Das ist nicht zu locker. Das ist nicht irgendwie zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn. Es ist perfekt. Okay, Leute, das sind die perfekten Shirts für mich. Basic Shirts halt für mich. Und aktuell liebe ich das einfach. Und dann noch eine süße Tasche. Wo wir doch direkt mal hier die Überleitung haben. Leute, Taschen. Große Taschen aber. Große Taschen sind aktuell einfach meins. Was heißt aktuell? Ich bin gezwungen, eine große Tasche meistens mitzuhaben, weil ich so viel Müll mit mir rumtrage. Nicht Müll. Aber für mich lebensnotwendige Dinge, die aber eigentlich für niemanden lebensnotwendig sind. Deswegen brauche ich eine große Tasche. Und falls ihr mal so ein What's in my bag Video haben wollt, sagt Bescheid. Die hier ist von Gerard Darrell, I don't know, wie man den ausspricht. Habe ich Paris Secondhand gekauft. Dann die hier, die habe ich von Adax oder Adax. Und dann haben wir noch die hier. Die habe ich relativ neu, die habe ich bei ASOS bestellt. Ich finde die so toll. Ich finde die ganz toll. Das waren jetzt so meine Fashion Pieces. Das nächste, was an Fashion rankommt, ist so ein bisschen so Hairstyling. Ach, irgendwie nicht. Aber egal. Und da habe ich aktuell Haarklammern für mich entdeckt. Haarklammern, aber so süßer. Also wir haben hier einmal die hier. Die habe ich von DM. Glaube ich. Doch, die habe ich von DM. Super schön, oder? Dann habe ich noch die hier von DM. Oh, die hier auch von DM. Die hier habe ich auch von DM. Und von morgens zum Schminken, wenn ihr hier so vorne hier kürzere Strähnen habt, bin ich übrigens gerade am rauswachsen, weil die nerven mich. Ich weiß nicht, also wenn ihr wellige, lockige Haare habt oder so, die nerven so jedes Mal. Und ich habe auch gemerkt, dass ich hier langsam echt ein bisschen bald werde. Also ich brauche Haare, wo ich sie kriegen kann. Die mache ich mir jeden Morgen rein und das ist einfach toll. Toll, oder? Wie toll sind die? Ich liebe Haarklammern. Haarklammern bereichern mein Leben. Dann können wir direkt weiter zu meinen liebsten Ohrringen. Und zwar entweder seht ihr die Ohrringe hier bei mir. Das sind die Schleifenohrringe. Das sind die, die sind von Tiffany & Co. Aber die sind leider nicht mehr im aktuellen Sortiment erhältlich, sondern, oder Sortiment, sagt man das bei Schmuck so? Nee, in der aktuellen Kollektion sind die nicht mehr erhältlich, sondern halt nur Secondhand. Also meine Mama hat mir die vor ein oder zwei Jahren, ich glaube mittlerweile sind es zwei Jahre, vor zwei Jahren hat sie mir die geschenkt und ja, hat sie über Vestiaire geshoppt, also Secondhand. Müsst ihr mal gucken, aber die sind auf jeden Fall von Tiffany und das sind meine zweitliebsten Ohrringe. So sehen die aus. Das sind die Corsica Hoops von Bruna. Und ich habe die auch in Gold und ich habe die schon tot getragen. Ich habe die auch in kleiner. Das sind jetzt die normalen Corsica Hoops. Die gibt es auch noch in Small. Dann sind die halt kleiner. aber die sind ganz toll. Ich kann euch jetzt hier im zweiten Ohr doch mal machen hier. Da seht ihr die. Toll, oder? Im zweiten Ohr doch vor allem ganz toll. Nee, aber die sind ganz, ganz toll. Die Qualität von denen sind, die sind super. Und ja, also falls ihr nach sowas sucht, ist teurer, aber ist auch von der Qualität her einfach wirklich, also für mich unschlagbar. Ich finde die ganz, ganz toll. Kommen wir direkt zum nächsten Ding. Und ich würde sagen, das ist jetzt so Care-Produkte. Also so Haircare oder Skincare oder alles im Bereich Pflege. Auf jeden Fall ist mein erster Favorit und es ist mein einziger Favorit, den ich euch heute für Haare zeige. So. Es ist mein Ziel, ja, dass ich meine Haare ein bisschen öfter so Natur trage. Und ich habe für mich gemerkt, okay, weniger ist mehr bei Locken tatsächlich. Also zumindest bei meinen Locken. Weniger ist mehr.
und ich darf da nicht so viel Produkt reinklatschen. Und da habe ich jetzt einfach die Sache hier für mich, also das Ding hier für mich nochmal neu entdeckt. Und zwar habe ich das vor längerer Zeit, ich glaube vor einem Jahr circa, hat mir das jemand empfohlen. Katrin, falls du das siehst. Glaube ich nicht, aber ja, auf jeden Fall hat sie mir das empfohlen. Und das ist eine Lockencreme von Husk. Also von DM habe ich das jetzt. Ich habe das bei DM gekauft. So sieht es aus. Sehr groß. Eine sehr große Tube. Und ich glaube, es hat 8 Euro oder so gekostet, wenn ich nicht komplett da falsch liege. Und ich mache das jetzt immer so. Ich wasche mir die Haare ganz normal. Ich benutze Conditioner. Und dann, wenn die Haare noch so triefend nass sind, mache ich mir davon so eine Haselnussgröße in meine Hände, mach so, reibe das so ein und kniet dann so hoch und mach so und kniet wieder so hoch. Und da mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Also zwei Haselnussgrößen verwende ich da so. Und seitdem sind meine Haare richtig soft, wenn ich die lockig trage. Und davor war das nicht so. Davor habe ich nämlich dann noch eine Anti-Frizz-Lotion und einen Schaum und eine Creme und ein Spray. Und 5 Haarprodukte hatte ich dann in meinen Haaren. Und dann habe ich mich gemerkt, dann habe ich plötzlich mich gewundert, warum meine Haare, wenn ich sie lockig trage, einfach wie so Curly Fries sind. Wirklich so diese Curly Fries. So war das vom Gefühl her. Vom Look her sah das auch komisch aus. Sah aus wie so komische Stringe. Die riecht auch so gut. Boah. Also hier Geruch und das, was sie macht, toll. Machen wir weiter mit Body. Und da habe ich einfach einen Rasierer, den ich euch zeigen will. Ihr kennt den, Estrid-Rasierer. Leute, ich muss noch nicht viel zu sagen. Ich finde die einfach schön. Ich finde die toll. Ich habe ein Abo abgeschlossen, ja. Ich bin so ein Opfer. Ich habe ein Abo abgeschlossen. Ich kriege jeden Monat irgendwelche Rasierklingen. Toll. Es ist super hygienemäßig. Okay, es ist hygienemäßig bei jedem Rasierer, den du wechseln kannst. Toll. Egal, vergesst das. Ihr habt so ein Case. Es sieht schön aus. Für mich ist Optik auch wichtig. Die Rasierklingen sind toll. Also ich kriege damit alles wegrasiert ohne Rasierpickel. Und kommt mir jetzt nicht mit, ja, bei Rossmann gibt es aber auch die Rasierklingen und damit kannst du sparen und so. Leute, ich habe das Set mit 2 Rasierklingen für 10 Euro gekauft. Bei DM. 10 Euro. Entschuldigung. Und dann kriege ich das hier mit. Das hier und diesen wunderschönen Rasierer. Nee, Leute, nee. Das Einzige, was ich jetzt noch in Körperpflege habe, ist diese Bodylotion. Ich habe heute so random Sachen, aber vielleicht ist ja was für euch dabei. Das ist eine ganz tolle Bodylotion. Ich habe die bei Ishtar gesehen. Ishtar, Isik, ich liebe sie. Was war das denn? Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Übrigens, Leute, warum ich auch Favoritenvideos so gerne drehe, ist ein Grund, den ich irgendwie auch liebe, und zwar Shantys Videos. Falls ihr mal so richtig entspannen wollt, schaut Shantys Videos. Das ist einfach Entspannung pur und ich liebe es. Auf jeden Fall hat sie die hier einmal gezeigt. Und zwar ist das eine Bodylotion mit diesem I don't know. Von La Roche-Posay. Und zwar gibt es das auch als Skincare und hier Lippen und so. Das ist irgendein so ein Wirkstoff, das muss ich echt mal nachgucken, was das eigentlich genau ist. Aber das ist auf jeden Fall super beruhigend. Also es beruhigt die Haut und ist super gut bei Empfindlichkeiten und wenn die Haut irgendwie so aus der Balance ist. Und diese Bodylotion hat halt auch dieses egal. Auf jeden Fall ist sie ganz, ganz toll, wenn ihr zum Beispiel gereizte Haut habt. Also wenn ihr mal rasiert habt und dann ist da irgendwie so Rasierpickel, das drauf machen. Wenn ihr Reibeisenhaut habt, das drauf machen. Die ist so pflegend und so toll und eure Haut ist wirklich so den ganzen Tag gepflegt. Okay Leute, wir kommen jetzt zu der letzten Kategorie und zwar ist das für mich Beauty. Nur ein Skincare-Produkt, was ich euch jetzt erstmal hier ans Herz legen will, weil es kommt jetzt demnächst eine Skincare-Routine oder Skincare-Routine, deswegen da zeige ich euch dann alle meine Favoriten. Aber mein Favorit, falls ihr so Probleme habt mit so vereinzelten Pickeln und die sollen schnell weggehen, das ist meine Pickelcreme. Benzacnen, das ist Benzoylperoxid und das ist so toll, das packt ihr euch auf die Pickel und am nächsten Tag geht es dem einfach schon viel, viel besser und ich liebe Benzoylperoxid und Benzacnen. Ihr müsst nur aufpassen, das ist stark bleichend, also wenn ihr das irgendwie vorm Schlafengehen, ich mache das immer vorm Schlafengehen drauf.
Und da müsst ihr aufpassen, wenn ihr nämlich keine weiße Bettwäsche habt, dann ist eure Bettwäsche komplett fleckig. Und das ist super, super schade. Das ist mir schon häufiger passiert, als ich es vergessen habe. Da war meine Bettwäsche vorüber oder hinüber. Und seitdem habe ich nur weiße Bettwäsche, weil sonst habt ihr halt wirklich nur Flecken, weil das extrem bleichend ist. Und jetzt kommt der Part Lippen. Und Leute, Lippen ist mit meinen Favoriten, also mein Favorite Part, wenn es so um Schminke geht. Und zwar von Nude Sticks. Ganz tolle Farbe, das ist die Farbe Pulse. Und die habe ich auch gerade drauf. Ich trage die jetzt nach. Ich sehe gar nichts. Das ist übrigens für die Lippen und für die Wangen. Das Gefühl auf den Lippen ist einfach toll. Das ist ein Favorit von mir. Darüber klatsche ich mir dann meistens das Produktchen. Das sieht schon so zerflottert aus. Aber das ist Rode in ganz normal, also Basic Form. Aber Leute, der ist so zernudelt worden. Der ist jetzt auch schon ein Jahr alt und also neigt sich dem Ende zu. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Ja. Könnt ihr mir nicht sagen, Das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus und pflegt so unfassbar gut. Anderes Produkt, das ist mein Favorite Lip Oil. Ich habe das in jeglicher Ausführung. Ich habe das auch noch in Rosewood, glaube ich, ist meine Lieblingsfarbe. Aber ich finde das gerade nicht. Ist in irgendeiner Tasche von mir. Aber die Lip Oils von Elf Cosmetics. Muah. So sieht der Applikator aus. Es ist so ein richtig gutes Ding. Also wie ihr seht, ist das so sheer. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine krasse Deckkraft oder so. Aber das ist so schön auf den Lippen und es fühlt sich so gut an. Falls ihr Elf Cosmetics noch nicht ausprobiert habt, ich finde die Brand an sich so toll. Die haben so schöne Produkte und ich finde, da ist einfach so Preis-Leistungs-Verhältnis ganz, ganz toll. Und jetzt kommen wir zu meinen allerletzten Favoriten dieses Videos. Ich habe auch jetzt wirklich genug gelabert. Und zwar ist das... sind das Lip Liner. Ich liebe es einfach, Lip Liner aufzutragen, eine Lippenpflege drüber und dann ist super. Ich habe da jetzt zwei teurere. Die wollte ich einfach mal ausprobieren, weil den einen, das ist Anywhere Koffein. Koffein, ja. Den hat Hailey irgendwie mal benutzt und den musste ich natürlich kaufen, als ich in Australien war. Auch von Make Up For Ever den Up and Down Tan. Das hier ist der Up and Down Tan. Und das hier ist der nudigere, und zwar Anywhere Koffein. Und den hier hat Hailey Bieber benutzt. Aber ich sage euch ehrlich, ihr findet auch ganz, 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 ganz tolle Lip Liner in der Drogerie. Und zwar liebe ich die von Alverde. Leute, die Lip Liner von Alverde sind es einfach. Die sind so geil. Aber meine Lieblingsfarbe bleibt nach wie vor 22 in Soft Nude. Und Leute, die ist einfach toll. So, so toll. Ich trage den fast täglich. Der hat eine super tolle Formulierung. Ich würde nicht sagen, dass er... also der bleibt nicht wirklich lange auf den Lippen. Der ist halt sehr, sehr cremig und nicht so hart und matt. Aber ich mag das halt so viel, viel mehr. Wenn die halt so ein bisschen softer sind und nicht, ja, so hart und matt. Und ja, Leute, das waren all meine Favoriten, die mir gerade so ins Auge gesprungen sind und die für mich gerade sehr aktuell sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, Leute, macht's gut und habt noch einen tollen Tag. Ciao, ciao. Bye.